Espen. Espen? It's freezing. What is he doing out in this cold? Keine Ahnung, aber wohl zum Steg? I hope you're not down by the pier. Oh. I told you that thing's dangerous. Hey! Wer ist das denn? Hey! Get away from my son! Jesus! Jesus! Espen! Get away from him! Espen, I'm coming! Spring doch hinterher! No! Oh, hä? Please! Espen! Espen! Jede liebende Mutter wäre hinterher geschwommen und würde jetzt nicht einfach so da treiben. Und bei ihrem Hechtsprung war sie schneller wie dieses Boot. Außerdem bei Wasser im Boot. Ja, und jetzt? Ist Espen weg. Und ich kann nichts machen. Oh. Espen! Ja, gut. Das war ja sowas von nicht absehbar. Oh Gott, oh nein, der Sohn ist weg. Natürlich war er am Steg mit einem Fremden. Und sie hat ihrem Sohn wahrscheinlich beigebracht, dass man mit Fremden in Boote steigen darf. In Wikingerboote. Weil er Wikinger mag. Vielleicht hat er sogar Süßigkeiten dabei gehabt. Da ist immer noch Wasser im Boot. Ja, ein Kack-Handy hat sie auch noch. Hast du das jetzt weggeschmissen? Renn doch, die können doch gar nicht so weit weg sein. Eigentlich. Vor allem voll die Jagdmusik. Ja, dramatische Musik. Oh mein Gott. Espen? Wo ist er? Oh, guck mal. Kann ich hier Feuer machen? Nö. Besteht das Spiel jetzt einfach darin, dass ich hier durch den Wald renne und meinen Sohn suche? Der mit einem Wikinger mitgegangen ist? Hm. Ja, wäre schön, wenn man wenigstens irgendwie wüsste, wo man lang muss, weil hier gab es ja zigtausend Wege. Holy shit. Achso, da wären wir andersrum. Okay, wir sind einmal rumgelaufen. Dann gehen wir doch einfach mal in das Grundstück, was uns nicht gehört. Heutzutage wirst du dafür erschossen. Oder kriegst du eine fette Anzeige? Und sie hat ihr Handy geschrottet, dann kann sie noch nicht mal. Okay. Halt. Hui, hui, hui. Oh Gott. Sie hat ja auch ihr Handy geschrottet. Kann sie nicht mal die Polizei rufen. Espen! Aber rumschreien kann sie. Das kann sie. Hier muss ja irgendwas sein. Wasser ist schon mal da. Was ist das? Mürkstadt. Hallo, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er wurde mitgenommen. Hallo. Hallo? Das sieht alles entweder zerstört oder nicht so ganz fertig aus. Kann ich nicht... Oh, ich kann mich ducken. Komm ich hier rein? Beweg deinen Arsch! Komm. Oh, geht auch nicht. Dann gucken wir halt mal alle Hütchen durch. Hey, is someone there? Ja, ich reiß auch immer erst die Tür auf, bevor ich frage, ob er da ist. Ist ja viel höflicher.
keiner zu Hause. Huch. Gehen wir jetzt alle Hütten systematisch ab? Da ist nichts. Kann ich mir was zu essen mopsen? Ich wollte zwar nur nach meinem Sohn suchen, aber den Rucksack habe ich trotzdem mitgenommen. Was ist das denn? Ein Widderhorn. Askeladdon und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote, ein Widderhorn. Oh, mitnehmen kann ich es auch. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Hätte ich im anderen Haus auch was mitnehmen können? Jetzt möchte ich Sachen looten. Gib mir Loot. Hier irgendwas. Hier war nichts. War da nicht noch ein Haus? Also das war zugestellt, ne? Da war auch nichts drin. Und hier haben wir das Widderhorn. Huh. Hui. Hallo. Klopf, klopf. Kann ich das Schwert mitnehmen? So dann, dass ich dann den Mann umhauen kann, der meinen Sohn mitgenommen hat? Bitte? Ich will auch gar nicht undankbar sein. Ich meine, ich habe ihn sowieso anfangs nicht geliebt, aber jetzt mag ich ihn doch sehr gern und möchte ihn wieder haben. Hallo? Fremder Mann und Espen. Ich weiß, dass ich meinen Sohn total verzogen habe, sonst würde er nie mit Fremden mitgehen. Vielleicht war es aber auch kein Fremder. Das ist keine Tür. Wo bin ich denn hier? Habe ich mich verlaufen? Ich wollte doch aber noch in die anderen reingucken. Kann ich das gar nicht? Hui! Ja, super. Hat ja nichts gebracht. Espen! Oh! Dexter! Alten Eric! Geschichte der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige hat Raiders Jungen mitgenommen, der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen, obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Die verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Raiders Junge der Letzte war. Die Verderbnis des Mannes. Sein Herz, wenn er denn eins hat, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faulige Pack. Und verflucht sei der mordende Bastard Erik. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Erik unser Kind hat. There was a folktale in the town where I was born about a man called Old Eric. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good or Old Eric would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folktales. But later, I wasn't so sure. Oh. Ich war's nicht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Sorry. Aber es sieht eh nicht so aus, als wäre das schlimm, weil hier eh alles komplett im Arsch ist. Die läuft mir eindeutig viel zu langsam. Rennen, 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 rennen. Ich hätte gerne noch irgendwas zu mitnehmen. Bis jetzt habe ich nur ein Horn und ganz viele Zettel.
Aber so eine Wikingerstadt, also das hier ist schon echt cool. Wenn das mal eine richtige Stadt war, dann wow. Aber ich denke mal, wenn da so Ferienhäuser da einmal über See sind, dann wird das so eine Art Touristenattraktion gewesen sein. Oder hätte werden sollen. Wow. Ein einsames Kerzchen. Aber da muss doch hier irgendwas sein, oder nicht? Ups. Hier ist einfach nichts. Kann ich das umschubsen? Ui. Los, los, los. Randale. Ja. Oder auch nicht. Was war das denn? Die macht sehr komische Sachen. Hier ist aber nichts. Kann ich springen? Ich kann auch nicht springen. Ich muss wieder zurücklaufen. Lauf, 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 lauf. Kann ich da runter? Ui, nein, ich bin zu fett. Okay. Nichts Nützliches. Geht's hier irgendwo rein? Tür. Würde gerne. Ich höre auch draußen ständig Schritte, aber da ist halt nichts. Oder bin ich das selbst? Ich weiß es halt einfach nicht. Hallo! Dexter. Der Racker. Geschichten der Dorfbewohner. Hab gestern vom Wachturm aus ein Glimm in der Nacht erspäht. Muss dieser seltsame Rackermann sein, der wieder seine Laterne entzündet. Wenn ich sehe, wie er da so im Dunkeln rumschleicht, will ich meinen Bogen noch fester packen. Aber er ist der Einzige, der die Toten wiederbringt und dafür sorgt, dass die Pfade beleuchtet sind. Er macht schon länger, als alle denken können, aber keiner weiß, warum. Es sieht ihn auch keiner, wenn er es macht, weil er immer nur in tiefschwarzer Nacht arbeitet. Die Alten stellen ab und zu Körbe mit Brot außen auf den Zaun, an den Zaun, damit er zu essen hat. Am nächsten Morgen sind sie immer fort, es sei denn, ich beobachte sie die ganze Nacht. Dann wird das Brot hart und die Krähen fressen es. Scheint, als könnte ich nach dem alten Racker Ausschau halten. So viel, wie ich will. Er hat mich besser im Blick als ich ihn. Und ich habe gerade überlegt, da war kein Komma. Das war eine unnötige Pause beim Lesen. Tut mir leid, hat den Sinn entstellt. Aber es ist schon spät. Und ich war schon 12 Stunden arbeiten, es sei mir verziehen. Ich möchte noch in die anderen Häuser einbrechen. Nicht einbrechen, natürlich nicht. Ich möchte mich umschauen. In den anderen Häusern. Nur umschauen. Hui. War ich hier schon drin? Hier habe ich, glaube ich, die andere Geschichte, oder? Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Oh, was ist das? This is Espen's. He must have dropped it. I'm coming, Espen! Oh mein Gott, hör auf zu schreien! Nimm's mit! Spiel mal einen Reflektor. Espen loved his reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes and I bought him a couple from the gas station by our house. He'd hang them from the curtain pole at the cabin and wave his flashlight over them at night to watch them shine. I could hardly believe any of this was happening. But what I did know was the reflector I found was his. What I couldn't know at the time was that he'd left me more, a trail, and that as long as I stumbled across these reflectors now and then, that Espen was still alive. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das? Ring aus Birkenruten. Askeladden und die Prinzessin. Wenn ich das falsch ausspreche, tut es mir leid. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich es ausspreche. Brüder, ich fand
ich fand einen Ring aus Birkenruten. Okay, nehme ich den mit? Natürlich nehme ich den mit. Und jetzt? Von da bin ich gekommen, ne? Komme ich hier drüber? Nein. Muss ich wieder runter? Ich will nicht wieder runter. Huch! Komme ich da durch? Nein, ich bin zu fett. Ach, komm schon. Hallo? Da ist eine Wand. Ist doch nicht wahr. So, wie komme ich da jetzt hin? Weg, wie auch immer. Ach, hier ist eine Tür.